war letztes Jahr, vorletztes Jahr sehr viel mit Endlichkeit konfrontiert, auch mit Trauer und Verlust. Wer bin ich? Was möchte ich sein? Wo möchte ich hin? Wie begreife ich mich als Frau? Was für Wunden trage ich in mir, die angeschaut werden wollen? Ohne diese ganzen verschiedenen Emotionen wären wir nicht komplett. Und das ist natürlich der einfachste Weg zu sagen, ey, da gibt es nur diese fünf, die ich mag, die Emotion, ne? Warum bin ich nicht und arbeite und kreiere mit Menschen, die sowieso Ja zu mir sagen? Das loszulassen, ich glaube, das war auch eine Erkenntnis von uns beiden. Loszulassen, was nicht geht und zu sagen, nein, wir konzentrieren uns darauf, was geht. Manchmal, wenn man zu viel Perfektionismus hat, das kenne ich, dann kommt man nicht ins Tun. Wir verabschieden uns von Perfektionismus, bringen das Ding jetzt einfach auf die Straße. Hallöchen und willkommen zur 10. Folge von Centerhood. Wow, schon die 10. Folge. Heute ist Staffelfinale der ersten Staffel und ich kann es gar nicht glauben. Ich freue mich so sehr, dass du auch wieder mit dabei bist in meinem Podcast, bei dem es um ganz besondere Wendepunkte im Leben von Menschen geht. Meine Gästinnen, die standen alle an einem Punkt in ihrem Leben, an dem sie sich neu orientiert haben, ihr Leben eine Wendung genommen hat, sei es von außen bedingt oder aus einer inneren Motivation heraus. Ich habe mich gefragt, wie haben meine Gästinnen es geschafft, neue Wege zu gehen und ihr Glück auch darin zu finden? Was hat sie inspiriert, bestärkt und mit welchen Herausforderungen hatten sie zu kämpfen? Wir treffen uns wieder hier in der Hütte, meiner Hütte und persönlichem Rückzugsort weit draußen in der Natur. Ich selbst stand an einem Wendepunkt und habe mein altes Musikprojekt losgelassen, habe neu auf mich als Mensch und auch als Künstlerin geschaut. Wer möchte ich sein? Wer bin ich? Es hatte viel mit meinem Wertesystem zu tun und die Sehnsucht nach Authentizität. Es ging für mich dort nicht weiter, also ging es für mich weiter, klingt vielleicht ein bisschen paradox, aber so ist jeder Lebensabschnitt von mir. Eine Begrenzung aufbrechen und einen neuen, ungewissen Weg zu gehen. In diesem Prozess habe ich mich mit meiner lieben Freundin Stefanie verbunden. Stefanie ist nicht nur ein Herzensmensch von mir, sondern auch kreative Seele, Redakteurin für TV-Shows, Creative Producerin und auch Mitproduzentin dieses wundervollen Podcasts. In unser beider Wendepunkte sind wir uns begegnet und daraus ist unser Herzensprojekt Centerhood entstanden und auch noch so viel mehr. Heute geht es um Freundschaft, sich unter Frauen miteinander zu verbinden und sich auf dem Weg zu unterstützen, gemeinsam nach oben zu schwingen. Der Glaube an sich selbst und an den anderen, unsere Liebe für Menschen und ihre Lebenswege, offene Türen und Learnings auf dem Weg. Und jetzt geht's los. Vorhang auf für uns beide. Hallo und herzlich willkommen, liebe Menschen dort draußen, die gerade zuhören oder auch zusehen oder beides tun. Ich habe mir heute eine ganz, ganz tolle Gästin eingeladen. Ist sie ja eigentlich gar nicht, denn sie ist mit Creative Producerin dieses Podcasts. Und wir haben uns gedacht, letzte Folge der ersten Staffel, lass uns doch gemeinsam Revue passieren und mehr über den Entstehungsprozess von Centerhood erzählen, wie das Ganze entstanden ist, weil wir machen das alles wirklich selbst. Begrüßte mit mir Steffi! Hello! Hallo Steffi! Hey. So schön, dass du wieder hier bist. Voll schön, wieder hier zu sein. Ja. Total schön. Ich freue mich sehr. Steffi, bevor wir richtig ins Thema gehen, würde ich sehr gerne den Menschen dort draußen erzählen wollen, woher wir uns kennen. Kannst du dich noch daran erinnern, an die erste Begegnung, die wir hatten? Ich würde sagen, das war vor 10 Jahren ungefähr bei einer TV-Show, wo du als Una aufgetreten bist. Ich arbeite als Redakteurin für TV-Shows und vor allem Musikshows. Und da bist du sehr häufig aufgetreten in Sendungen, die ich betreuen durfte. Und daraus ist eine gemeinsame Zusammenarbeit entstanden. Wir haben ein Konzept fürs TV damals entwickelt, eine eigene Sendung, die du moderiert hast. Mhm. Und seitdem kennen wir uns und sind uns beruflich sehr häufig über den Weg gelaufen. Und irgendwann, letztes Jahr, rief ich dich an und sagte, hallo Steffi, wie geht's dir? So ungefähr war das, glaube ich. Und dann, meines Empfindens, korrigiere mich, wenn das für dich nicht so ist, hat sich da eine richtige Freundschaft entwickelt. Wir haben immer wieder uns ausgetauscht, gerade in Bezug auf Spiritualität, Mental Health und was die Corona-Zeit mit uns gemacht hat, haben uns da abgeholt und eine Freundschaft ist entstanden. Absolut, empfinde ich ganz genauso.
Und das Schöne war, dass wir immer beruflicher miteinander zu tun hatten. Und das waren immer so flüchtige Begegnungen. So, hallo, schön, dass du da bist. Ja. Und das war aber immer schon sehr positiv und zugewandt. Also das empfand ich schon immer als außergewöhnlich. Also da war schon immer so eine Verbindung da, die ich gespürt habe. Und ja, als wir dann Kontakt aufgenommen haben letztes Jahr und gesprochen haben und dann... Ja, haben wir beide so unser Herz ausgeschüttet, wo wir gerade stehen, was wir gerade machen. Du hattest gerade Una losgelassen und hast deinen neuen musikalischen Weg eingeschlagen. Und da sind wir uns neu begegnet oder noch mal intensiver begegnet. Und das war eine ganz, ganz wertvolle Begegnung im letzten Jahr, aus der sehr viel gewachsen ist, wie wir heute jetzt mit dem Podcast zum Beispiel sehen. Bestimmt steckt über ein halbes Jahr Arbeit hier drin. Und die Idee hat nicht nur mit mir zu tun, mit meinem Wendepunkt, sondern auch mit deinem Wendepunkt, in dem du dich gerade immer noch befindest. Also es ist ein natürlicher Vorgang gewesen. Das sind Themen, die uns beschäftigen. Und deshalb war das für mich wie eine Einladung, zu sagen, komm, wir starten hier was Neues. Für dich ist es was Neues, für mich auch. Aber Wendepunkte, die beschäftigen uns. Wie machen das die anderen? Wie geht das? Und du befindest dich auch gerade in einem. Möchtest du uns kurz mal mitnehmen, wie sich das anfühlt? Das ist sehr aufregend. Das ist sehr fordernd. Vielleicht erzählen wir kurz. Also ich arbeite als Redakteurin fürs TV schon sehr, sehr viele Jahre, 15 Jahre fast. Und habe dann irgendwann gemerkt, dass ich neue Bedürfnisse habe und mich weiterentwickeln möchte. Und dass mir immer die Zusammenarbeit mit Talenten und Künstler, Künstlerinnen unheimlich viel Spaß gemacht hat. Und das aber immer ein bisschen zu kurz kommt in den Sendungen, weil das immer so ein durchlaufender Posten ist sozusagen. Und die Momente sind immer sehr flüchtig und das hat mir gefehlt. Und dem wollte ich nachgehen, den Impuls. Und habe mir dann überlegt, dass ich meine Arbeit etwas einkürze, in eine Teilzeitstelle gehe und das andere schon integrieren lasse. Das heißt, ich habe mich dann als Creative Producerin selbstständig gemacht im letzten Jahr und arbeite ganz intensiv als Creative Producerin mit Künstler und Künstlerinnen zusammen, egal ob der aus der Musik, aus dem Entertainment, Moderation, Schauspiel, Schauspielerin zusammen. Und entwickle gemeinsam mit ihnen Konzepte, Ideen, Strategien, Ausrichtungen. Schaue mir immer den Menschen ganzheitlich an. Wo steht jemand gerade? Wo möchte jemand hin? Und was braucht es dafür? Und da befinde ich mich gerade drin in so einer Jonglage zwischen zwei beruflichen Welten, die ich miteinander verbinde. Hinzu kommt, dass wir einen Familienbetrieb haben, wo ich auch mit reingehe und sehr unterstützend tätig bin. Und dazu kann man sagen, dass es aus dem Konzert- und Live-Entertainment-Branche meine Familie kommt. Ich bin also schon als Kind sehr früh mit der Musikindustrie oder Unterhaltungsbranche in Berührung gekommen und habe viele Seiten kennenlernen dürfen. Und ja, da war einfach der Impuls da, es braucht was anderes. Das war auch getriggert ein bisschen oder unterstützt durch verschiedene persönliche Erfahrungen familiärer Art, die mich dazu bewogen haben, neue Wege zu gehen. Und ich war vorletztes Jahr sehr viel mit Endlichkeit konfrontiert, auch mit Trauer und Verlust. Und da, glaube ich, kommen auch nochmal essentielle Fragen hoch in einem. Wer bin ich? Was möchte ich sein? Wo möchte ich hin? Weil man so runtergebrochen ist aufs Wesentliche. Und dann war der Entschluss da, in die Teilzeit zu gehen und den Schritt zu wagen und einfach nach vorne zu schauen und zu gucken, wo führt mich mein Weg hin oder was ist noch möglich und wie kann ich mich auch noch mehr in den Selbstausdruck bringen. Das hast du schön gesagt. Dankeschön. Und da waren wir. Und da sind wir dann miteinander ins Gespräch gekommen. 8 Stunden hier in der Hütte verbracht und ein Vision Board aufgemalt und geschaut, wohin es gehen kann. Da hast du wirklich mich unterstützt in dem Moment. Und ich weiß noch, ich saß hier, wir haben jetzt 3 Stunden von mir gesprochen. Ich muss jetzt mal aufhören. Steffi, wie geht's dir? Und dann sagtest du ganz klar zu mir, nee, du brauchst es jetzt vielleicht gerade.
Und es war so ein schöner Moment, weil da so viel Vertrauen war zwischen uns. Und es brauchte keinen Filter obendrauf, sondern ich konnte einfach, so wie ich mich gerade fühle, es mit dir teilen und du warst wirklich da. Und dann haben wir ganz viele Sachen aufgeschrieben und du hast mir auch immer wieder eingeladen, weil du warst nämlich auch parallel immer auf Seminaren, Workshops für Podcasts. Du bist ein sehr neugieriger Mensch und liebst das Leben und bist auch ein Mensch, der schnell ins Tun kommt. Und ich glaube, bei der dritten Einladung, die du mir gesagt hast, wo du sagtest, komm, wir machen einen Podcast zusammen. Das könnte doch so und so aussehen. Also die ersten Impulse kamen von dir und dann fing es an bei mir. Ich bin nämlich auch so ein Mensch, der, wenn ich mich drauf einlasse, dann in absoluter Hingabe. Aber ich möchte mich dafür entscheiden, wenn ich so halbherzig, das kann ich nicht. Und dann haben wir angefangen und haben Menschen eingeladen hier in die Hütte. Du hast das Design gemacht, wir haben rumgesponnen, wir sind sofort ins Tun gegangen und es fühlte sich alles die ganze Zeit natürlich an. Unausgesprochen wussten wir sofort, was jeder macht. Ja, das war wirklich beeindruckend, oder? Also wie sich das aufgeteilt hat dann natürlicherweise. Ja. Was für Geschenke wir an Geschichten bekommen haben. Über diese ganze Staffel. Ich bin so dankbar und wir haben es ja auch schon mal gesagt, aber ich finde es schön, noch mal zu teilen, was uns diese Zusammenarbeit gibt. Mir gibt sie, du sagtest es auch, Heilung unter Frauen, mit Frauen zusammen zu wachsen, zu arbeiten, zu sein. Unabhängigkeit, Freiheit, liebevolle Zusammenarbeit. Ich hätte, glaube ich, so viele Sachen zu sagen. Ja, also danke nochmal, dass du kamst. Ja, wir standen beide, glaube ich, mit offenen Türen voreinander. Ich glaube, das war es letztlich. Im richtigen Moment haben wir das gebraucht. Also ich bin auf viele verschlossene Türen in den letzten 2 Jahren getroffen, die dann auf einmal sich anders entpuppt haben oder wo Wege nicht so gekommen sind, wie ich es mir erhofft oder gedacht hatte. Und dann warst du auf einmal da und wir beide voneinander und haben uns irgendwie offen in die Arme genommen und haben daraus was wachsen lassen. Und das finde ich unfassbar wertvoll. Und ja, danke dir da sehr auch für deine Offenheit. Also auch gerade, du hast ja eben gesagt, in der Hütte hier, wo wir waren, diese 8 Stunden, dieser wunderschöne Ort hier, wo wir einfach hier auf dem Boden gesessen haben, gelacht haben, geweint haben, wo wir alles unser Herz rausgeschüttet haben. Und bei uns vermischte sich dann diese Freundschaft und auf einmal so berufliche Perspektiven daraus. Und der Podcast war eine Idee, die wir hier geboren haben in der Hütte, sehr schnell, weil wir über Wendepunkte gesprochen haben und unser beider Wendepunkte geteilt haben und ja, einfach gesehen haben und oder uns gefragt haben, wie machen das eigentlich die anderen irgendwie? Wie geht's denn den anderen? Ich meine, wir kommen alle vielleicht mal im Leben an Punkte, wo man sich neu orientieren will oder muss, weil vielleicht von außen etwas sich verändert. Oder auch der innere Wunsch da ist, einen neuen Weg einzuschlagen, wie du es ja auch von Una zu Senta vollzogen hast. Und ich habe das aus der Ferne ja erst vorher mitbekommen und dann im Gespräch mit dir erst von außen und dann von innen die Perspektive zu sehen, ist natürlich wahnsinnig großartig. Und ich habe das als sehr großes Geschenk empfunden, wie wir hier saßen und dass wir uns bestärkt haben in unseren Wegen, unterstützt haben, geteilt haben. Wie du sagtest eben, da war ich da auf der Messe, hier beim Workshop. Wir sind ja beide sehr, sehr offen und neugierige Menschen, die sich gerne auch Input von außen holen, sich weiterentwickeln, gerne in Kontakt mit anderen kommen. Wir erzählen dann immer, die eine ist im Kloster, die nächste im Retreat. Die eine macht den Yoga-Workshop und der nächste... Also wir haben unfassbar viele. Es gibt immer jede Woche. Jeder findet irgendwas, was man gerade tut oder sich gerade mit beschäftigt. Ja. Und ich bin immer jemand auch, die gerne teilt, weil ich finde, wenn ich was Gutes erlebt habe oder eine Erkenntnis draus gezogen habe, dann teile ich das unfassbar gerne, weil ich es schön finde, wenn
es vielleicht andere auch mögen und da was für sich mitnehmen können. Man kann es nennen, das ist unser Herzensprojekt hier, Centerhood. Und viele haben auch gefragt von euch, warum hier in dieser Hütte, was hat es eigentlich mit meinem persönlichen Wendepunkt auf sich? Diese Hütte ist ein Teil davon und deshalb macht es alles so Sinn. Diese Hütte war oder ist mein persönlicher Rückzugsort. Und du weißt es ja auch, ich habe es ja auch schon, du weißt es. Hier habe ich 3 Tage in Stille verbracht und habe mich nicht abgelenkt mit Musik oder mit dem Handy, sondern bin einfach nur meinen Impulsen gefolgt und habe mir neue Fragen gestellt. Und ich war so ehrlich zu mir, dass es sehr schmerzhaft war, weil es wie ein... Es war das erste Mal, dass ich mir solche Fragen gestellt habe, die zu neuen Antworten geführt haben und gespürt habe, ich bin rausgewachsen aus meinem alten Musikprojekt Una. Mhm. Aber das schlägt Kreise mit sich. Die Verantwortung zu wissen, wie viele Menschen dieses Projekt lieben, sich da gesehen und gehört fühlen. Ein großes Team mit einem Major-Label, die da dranhängen. Mhm. Und da sitze ich hier in der Hütte, 3 Tage in Stille. Die Härte streife ich Schritt für Schritt ab so von mir und merke, ich kann ihm überhaupt gar nicht mehr gerecht werden. Ich kann es nicht mehr erfüllen. Habe mich dann entschieden, das klingt jetzt wie ein entscheidender Wendepunkt, es war aber natürlich ein Prozess, aber ich habe mich entschieden, einfach meinem Herzen zu folgen und bin dann hier raus und der erste Song, der entstanden ist, ist was immer es ist und es ist auch hier der Titelsong unseres Podcasts. Also und da schließt sich wieder der Kreis, so, es war ganz klar, das ist der erste Song, der aus mir herauskam, wie begreife ich mich als Frau, was für Wunden trage ich in mir, die angeschaut werden wollen. Es war wie eine Tür, die sich geöffnet hat zum Thema Scham, Schuld, Weiblichkeit und dass ich nicht alleine bin, auch wenn ich dachte, hier in der Hütte 3 Tage, ich bin hier alleine. Aber zum Schluss kam dieses Gefühl hoch, das bin ich nicht und das war ich auch nie. Mhm. Und dann ging die Reise los und ich habe einfach Musik gemacht. Und ich glaube, dass ich da auch schon ins Universum geschickt habe und nenne es kitschig, whatever, Menschen wie dich zu begegnen, nochmal neu zu begegnen und zu heilen von Frau zu Frau, von Mensch zu Mensch, so wie auch immer wir uns fühlen. Gott, so viel Dankbarkeitssachen, aber es ist einfach so. Ja. Und ich habe ein Zitat, was ich gerne mit dir teilen möchte. Ich bin gespannt. Gucken, ob ich es hier richtig lesen kann. Wenn Menschen sich verbinden, sich Vertrauen schenken, in voller Hingabe versuchen, immer ihr Herz offen zu halten, jeder aus seiner Kraft und aus seiner Größe heraus agiert, zieht es Kreise mit sich, die größer sind als sie selbst. Wow. Das ist ja auch, das erinnert mich daran, weil wir da häufig drüber gesprochen haben, dass wir mit Centerhood eine Welt kreieren wollen, die größer ist als man selbst. Also wo nicht nur die eigene Befindlichkeit oder das, was man unbedingt möchte, im Fokus steht, sondern eine Sache schaffen und kreieren, einen Raum auch für andere zu schaffen und eine Sichtbarkeit auch für andere zu schaffen, wie jetzt unsere Gästinnen und Gäste, um ihnen eine Bühne zu geben, Wissen zu teilen, Erfahrungen zu teilen, Geschichten zu teilen, die unfassbar berührend waren. Wenn ich jetzt zurückschaue auf die Staffel, da waren so, so tolle Geschichten, die wir gehört haben und so eine Offenheit, das fand ich unfassbar schön und nicht selbstverständlich. Und das war unser Ansinnen auch zu sagen, Centerhood soll ein sicherer Raum sein für Menschen, für alle. Und es soll übergeordnet sein, nicht nur was du und ich, sondern eine Ebene darüber. Und ist sehr schön, was du da gesagt hast vom Zitat. Jetzt. Danke. Gab es eine Folge, die dich... Nee, oder wir fangen mal so an.
Als du die allererste Folge gehört hast, denn ich war ja hier in der Hütte, wir haben uns vorher besprochen, haben Sachen überlegt, Fragen aufgeschrieben. Und dann bin ich ja hier in die Hütte gekommen und habe das erste Interview geführt und habe das dann mit dir geteilt. Wie war das erste Gefühl, als du die erste Folge gehört hast? Total aufregend. Also wir haben ja, du hast ja eben schon gesagt, wir haben ja einfach gemacht. Wir haben einfach die Idee gehabt, wir wollen einen Podcast machen. Okay, wir machen das selbst. Ein krasses Learning erstmal, um dann dahin zu kommen und dann die erste Folge zu hören, zu sagen, krass, das ist hier entstanden aus einer kleinen Idee und jetzt auf einmal ist es Wirklichkeit geworden und wir haben eine erste Folge, die wir hören können. Und das war so aufregend, also wie so ein Geschenk vor der Haustür, wo man sagt, das will ich jetzt auspacken. Das ich werde auch nie vergessen. Aufregend, auf jeden Fall. Wo wir beide uns auch entschieden haben dafür zu sagen, komm, wir nehmen die Leute auch mit in den, also in den Prozess. Wir fangen jetzt einfach mal an. Wir verabschieden uns von Perfektionismus und Perfektionismus hat ja jeder auch seine eigene Vorstellung davon, was es bedeutet. Wir bringen das Ding jetzt einfach auf die Straße, indem wir einfach versuchen. Und erst wenn wir zur letzten Folge ankommen und dann komplett zufrieden sind, ja, dann war es das wert. Denn das alles ist auch ein Learning für uns. Total. Und das fand ich so schön, dass du auch offen dafür warst, weil das war ja eine Initiative von mir. Let's do it, we do it. Ich lerne da sehr viel von dir, weil ich einen großen Perfektionismus in mir habe, den ich natürlich in meinen Shows, die ich sonst betreue, auch extrem ausleben kann. Aber manchmal, wenn man zu viel Perfektionismus hat, das kenne ich, dann kommt man nicht ins Tun. Wenn man zu sehr darüber nachdenkt und es muss perfekt sein, bis es dann losgeht. Und vorher darf es nicht raus und irgendwie, man kommt aber dann nie ins Handeln. Und du hast einfach mich da rausgezogen und so, komm, wir machen das jetzt, los, wir legen los. Und ich habe schon hier, guck mal, der Gast möchte kommen. Und dann haben wir's, da bin ich sehr dankbar dafür. Also und auch zu sagen, okay, wir machen ja jede Woche den Podcast, wir schneiden das Design, den Text und so weiter und stellen alles bereit, dass es hochgeladen ist und entsprechend freitags da ist, wenn es veröffentlicht wird und einfach sagen, ah Mist, haben wir das schon? Ah nein, das fehlt noch und so. Also es ist auch viel, wirklich ganz viel Learning by Doing. Also das kann ich nur auch weitergeben, als wenn man in einem Wendepunkt steht, zu sagen, macht einfach einen ersten Schritt und einfach ins Tun und zu kommen und auch bereit und offen sein und verwundbar zu sein für Fehler, die vielleicht auf dem Weg noch passieren oder wo man sagt, ah, nicht ganz perfekt jetzt, aber es ist gut. Es ist auch, dass Dinge auch genügen, weil man meint, so müsste es sein, aber es ist ganz oft ja nicht so. Es reicht ja schon viel weniger, ne? Und man hat aber selber so einen starken Anspruch und das, finde ich ganz großartig, dass du mich da auch mit unterstützt hast, in wieder mein Tun zu kommen. Ich habe dich unterstützt, in dein Tun zu kommen. Also das war eine gegenseitige Mega-Bereicherung. Und das Schöne ist auch so, weil ich mich so in dir sehe und das so gut kenne, den Perfektionismus. Ich würde sagen, mein altes Projekt Una, Musikprojekt, lebte von Perfektionismus. Nur deshalb konnte ich das so lange aufrechterhalten. Dieses Konstrukt, was ich mir gebaut habe, wohinter ich mich versteckt habe, was auch ein Schutz war, aber da war eine unglaubliche Härte mir gegenüber, perfektionistisch zu agieren. Und sei es vielleicht, dass es noch mehr von davor geprägt, egal, oder sei es, dass da drunter war, du reichst nicht aus, es muss so und so aussehen. Und dieser Perfektionismus, der kann einen so schnell auffressen, weil es ist nie gut genug für einen selbst. Und man selbst ist ja sein größter Kritiker und stellt sich da Steine in den Weg, anstatt, da fand ich dieses Bild immer so schön, anstatt sich wie der Fluss zu sehen und die Steine zu umarmen und dann weiter zu fließen. Wie du wieder die Sprüche raushaust, großartig. Es steht nichts im Weg, Kraft hier gar nicht zu kreieren. Ja, ich liebe das. Das sind alles Sachen, die mich unterstützt haben auf meinem Weg, die ich wirklich
nerdig-mäßig eingeatmet habe und versucht habe zu manifestieren, um auch aus einem, immer wenn es runter geht, geht es auch wieder hoch. Und andersrum auch. Es ist ein Zusammenspiel zwischen all diesen Sachen. Aber das loszulassen, den Perfektionismus, und darin wollte ich eigentlich kommen, macht einen freier mit sich selbst. Und du gibst mir aber auch dadurch, weil du hast einen Anspruch, der wichtig ist, den auch ich habe. Das heißt ja nicht, das kleiner zu rechnen. Überhaupt nicht. Sicherheit. Wenn irgendwas ist, weiß ich, Steffi hat es organisiert. Ich habe mich drum gekümmert. So. Ich habe es auf dem Schirm. Okay, puh. Alles klar. Die E-Mail schon. Nee, ich schneide den jetzt, den Podcast. Das ist so cool. Ich bin zu schön. Gab es eine Folge, die dich wirklich nachhaltig berührt hat? Ich würde ganz klar die Folge von Franziska sagen. Die hat mich unfassbar berührt und bestärkt. Und eine so mutige Frau zu sehen, die ihren Weg gegangen ist mit viel Tiefs und sehr viel Aufstehen und dranbleiben und seinen Weg zu meistern mit all den Päckchen, die man auf dem Weg mitbekommt, das zu verwandeln in etwas Gutes und sich und seinen Weg zu gehen. Das hat mich sehr berührt. Also die Folge ist sehr unter die Haut gegangen, muss ich ganz klar sagen. Also ja, wenn ich jetzt dran denke, geht mein Herz direkt wieder auf. Ich bin sehr dankbar für die Offenheit auch von Franziska und ansonsten fand ich jede Folge für sich mega interessant, spannend. Man lernt unheimlich viel dadurch. Ich habe viele Sachen mitgenommen. Und alle sind gleich gut. Also es ist keine besser oder schlechter in dem Sinne, sondern jeder hat einen anderen Wendepunkt auch gehabt, natürlich. Ein anderes Thema. Manche von außen, bei manchen war es spielerischer leichter, bei manchen mit viel Kummer und Schmerz verbunden, mit viel Wachstum. Und von daher, ja, alle irgendwie gut. Ja. Mega gut. Also sehr eine Reise, ne? Eine Reise, absolut. Und ich war auch immer gespannt, weil du ja in der Hütte warst dann mit der Aufnahme. Und wenn dann die Folge kam, dann habe ich zu Hause gehört oder wir haben zusammen gehört. Und dann so, oh krass, oh wie schön, oh wie berührend. Also wir waren immer so total dabei in der Geschichte. Wie würdest du sagen, welche Folge hat was mit dir gemacht? Alle haben was mit mir gemacht. Dann natürlich dadurch auch, dass ich es live miterlebt habe. Es ist auch nochmal ein anderes Gefühl, dann dieses Gespräch zu führen. Und auch Körpersprache zu sehen und die Energie zu spüren. Und alles ist natürlich auch verbunden mit einem ganzen Tag. Also wir sind hier einen ganzen Vormittag oder einen ganzen Nachmittag zusammen. Wir trinken Tee, wir tauschen uns aus und dann geht es erst in die Podcast-Folge. Alles ist verbunden mit Quality Time, mit den Menschen, die kommen. Und deshalb würde ich sagen, jede Folge war besonders. Ich war sehr dankbar darüber, dass Iris stehen gekommen ist und einfach exklusiv hier erzählt hat und gesagt hat, ey, wenn ich über den Verlust meiner Mutter spreche, dann nur bei dir. Und über dieses Vertrauen, was da von den ganzen einzelnen Menschen, die mich hier besucht haben, mir gegenüber kam, war schon sehr wertvoll. Das fand ich auch. Da unheimlich viel Vertrauen dir entgegengebracht. Ja, entgegengebracht. Aber du lädst auch dazu ein. Also ich finde ja, dass du dich wahnsinnig schön zurücknehmen kannst, aber auch sehr präsent sein kannst. Also das, man fühlt sich wohl, wenn man von dir interviewt wird. Schön. Ja. Freue ich mich. Ja, und jetzt haben wir die erste Staffel, liegt jetzt hinter uns. Es ist genauso, wie du sagst, es wird mehr daraus. Da geht es nicht mehr um dich und mich, da geht es um so viel mehr.
Und diese Geschichten zu teilen, das ist das, was das Leben ausmacht. Geschichten macht das Leben aus. So. Und deshalb haben wir entschlossen, zu sagen, es geht weiter. Mhm. Wir gehen jetzt wieder in Kreativpause und möchten euch auch gerne daran teilhaben, dass wir das zusammen kreieren. Also wenn ihr Lust habt auf eine zweite Staffel von Centerhood über Wendepunkte im Leben, dann würden wir uns wirklich sehr freuen, wenn ihr uns schreibt auf den Social-Media-Kanälen. Alles ist hier verlinkt in den Shownotes. Das wird mega gut. Dürft sehr gespannt sein. Wir haben jeden Tag Ideen, die wir miteinander teilen. Ah, wir könnten das machen. Ah, wir könnten noch das machen. Und das und das und das. Also, wenn es einmal so fließt sozusagen. Ja. Und eines meiner Mantras ist ja Go with the Flow. Und das tut es ja bei uns. Also wir sind in einem Fluss, wir sind bewegen uns miteinander und die Ideen fließen so aus uns raus. Und wir haben ganz viele tolle Sachen, die wir jetzt entwickeln in den nächsten Wochen. Und die zweite Staffel, glaube ich, lässt grüßen. Also wir sind ja auch tollerweise immer, begegnen uns die Geschichten ja auch der Menschen. Wir sind natürlich jetzt sehr viel sensitiver in der Wahrnehmung, auch in unserem Umfeld oder Leute, die auf uns zukommen und uns ihre Geschichten mit uns teilen, über ihre Wendepunkte oder wo sie standen, was sie berührt hat, was sie gemacht haben. Und die Dinge kommen zu einem. Ja. Das ist auch vielleicht einfach nochmal, um zu den Wendepunkten zurückzukommen, also als Learnings, wenn du auf einem guten Weg bist, dann kommen die Dinge zu dir dann auf einmal auch, die zu dir kommen sollen. Und das begegnet uns beiden total, sei es durch Geschichten, durch Menschen, Möglichkeiten und Ideen. Und Centerhood kann noch etwas sehr, sehr Schönes, weiteres, Großes werden. Und da sind wir auf einem tollen Weg. Und ich finde es auch unfassbar schön, dass aus uns zweien und aus dieser schlichten Idee und dem Tag hier in der Hütte so viel gerade am Entstehen ist. Und das ist wirklich ein Geschenk. Und auch für andere, die vielleicht in einem Wendepunkt stehen oder sich verändern wollen, schaut auf die, die mit euch gehen wollen oder die euch unterstützen. Es gibt Menschen, die einfach gerne auch unterstützen. Richtet euch dahin, der Sonne entgegen sozusagen, und die Türen, die aufgehen oder angelehnt sind und nicht die, wo man manchmal brachial durchgehen will und warum klappt das jetzt nicht und hier will ich doch und so, das loszulassen. Ich glaube, das war auch eine Erkenntnis von uns beiden, loszulassen, was nicht geht oder wo gerade nichts geht und zu sagen, nein, wir konzentrieren uns darauf, was geht. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Learning auch für mich gewesen, zu sagen, sich darauf zu fokussieren und offen zu bleiben auf dem Weg, auch wenn man ist, zu sagen, okay, gehe ich doch nochmal rechts rum da und dann links rum und jetzt doch durch die Mitte, was einem so begegnet, wenn man erstmal losläuft. Und manchmal kommt man woanders raus, als man gedacht hat, wie wir hier auch. Wir sind ja einfach nur in den Brainstorming-Tag gegangen und ein Miteinander kreativ sein. Und da ging es gar nicht um unsere Zusammenarbeit damals, sondern wir waren bei dir sehr nach dem Veränderungsprozess. Und auf einmal ist so ein Miteinander geworden und, und Centerhood daraus entstanden und alles, was kommt. Dass man einfach sich darauf konzentriert und fokussiert, was einem manchmal auch das Leben vor die Haustür legt, wie wir zwei sozusagen. Ja, und ne? Was zu einem Ja sagt. Was zu einem Ja sagt, genau. Mit dem zu gehen. Mhm. Ich habe mich so lange aufgehalten, letztes Jahr 2022, 2021, auch mit Dingen, die immer wieder Nein zu mir gesagt haben. Mhm. Und war da in einem permanenten Mangel. Mhm. Und es war eine Spirale nach unten. Mhm. Und habe mich da, wurde da so bitter und frustriert. Mhm. Und habe dann irgendwann diesen Moment gehabt, aha, warum bin ich nicht und arbeite und kreiere mit Menschen, die sowieso Ja zu mir sagen? Was ist das für ein Wunsch, da irgendwie
cool zu sein bei den Hippen, aber die Ja zu mir sagen, sind auch cool. Also was willst du so? Mhm, ne? Und ich denke, dass das, genau wie du sagst, dass das beste Tool ist, um damit wirklich Step by Step weiterzumachen und Vertrauen zu haben in das, was man eben noch nicht kennt. Und in die eine Sache, die Samen, die man setzt, an einen Punkt, die kommen vielleicht nicht immer genau daraus, wo man es möchte, ja, an einer anderen Ecke. Aber wach zu sein und zu sagen, okay, ich empfange und ich lese die Zeichen, oh, da kommt eine Einladung rein, oh, der hat es gerade angeboten, oh, der erzählt darüber. Und wenn wir wach und lebendig durchs Leben gehen, können wir das auch sehen, anstatt dass wir uns nur mit sich selbst, und diese Phase hatte ich auch und sie gehört auch dazu, im Groll, im Opfer sein, am Ende sein, nicht wissen, wie es weitergeht, Kontrolle abgeben und denken, ich krieg das nicht hin. Zweifeln, all das ist menschlich und all das gehört dazu. Es gibt halt keinen Masterplan für sowas. Es gibt nur, und den Satz fand ich ganz toll auch von Franzi bei dem Podcast, heute fühle ich mich so und wenn ich morgen aufstehe, dann fühle ich mich anders. Heißt nicht besser oder schlechter, aber ich fühle mich anders. Und das zu wissen, das war natürlich auf den Bezug auf etwas anderes, aber auch mit Gefühlen. Gefühle kommen und gehen, Gedanken kommen und gehen. Und wir sind nicht das Ergebnis daraus. Ich habe Zen-Meditation gelernt und da ist ein Teil davon auch die Gedanken, dass sie Überhand nehmen und die Gefühle dann. Aber am Ende ist es nur ein Wisch und ein Moment, ne? Auch gerade negative Gedanken. Also in einer halben Stunde ist das gar nicht mehr relevant vielleicht, sondern dass sich quasi Gedanken oder bekommen ja nur eine Wertung, also bekommen nur eine Negativität, wenn man eine Wertung reinlegt, wenn du es einfach durchfließen lässt durch dich und da keinen Bezug drauf nimmst, dann macht es auch nicht mehr so viel mit dir. Ne? Aber das ist ein wichtiges Learning, so das anzunehmen auch, wie es jetzt halt ist. Und in all seinen Facetten, wie man auch ist, ja, ist auch normal. Ja. Und auch sich zu feiern. Ja, auch negative Gefühle zu feiern. Gehört dazu. Gehört dazu. Ja. Man hat so gelernt, ach, jetzt wein doch mal nicht oder jetzt sei doch nicht so oder irgendwas. Irgendwelche Floskeln, die man mal mitbekommen hat oder die ich mal mitbekommen habe. Und Wut mit dem und dem negativen Gefühl zu assoziieren. Aber nein, das kann auch einen selbst beschützen und oder es kann ein Ventil sein, die Trauer, und das ist wunderbar. Ohne diese ganzen verschiedenen Emotionen wären wir nicht komplett. Und das ist natürlich der einfachste Weg zu sagen, ey, da gibt es nur diese fünf, die ich mag, die Emotionen, und die lebe ich und die anderen schätze ich weg, aber die brechen immer wieder aus, weil es ein Zusammenspiel ist zwischen Dunkelheit und Licht, Schmerz und Liebe. Voll. Wenn du jetzt ein Jahr nach Una sozusagen zurückguckst, wie geht's dir damit? Also mit Abstand jetzt? Also es hat sich ja, als wir uns kennengelernt haben, waren das noch sehr wund, sage ich mal, oder sehr frisch mit vielen Emotionen auch. Wie ist es, wenn du jetzt ein Jahr später drauf schaust auf all das und auf die Entscheidung nochmal, wenn du die nochmal mit Abstand anschaust? Ich hatte jetzt letztens meine erste Probe mit meiner Band, weil wir im April auf Tour gehen. Und da habe ich die Texte, also ich habe Songs gesungen, die auf dem Album sind, die Texte, bin nochmal durchgegangen, habe das gesungen und da war ein Satz, ich hoffe, dass das irgendwann alles Sinn macht. Und mir liefen die Tränen, weil das habe ich geschrieben. Und ich fühlte dieses Gefühl, was ich gefühlt habe in dem Moment, oh Gott, ich weiß nicht, wohin es geht. Ich hoffe, dass das alles Sinn macht. Und da sitze ich da bei dieser Probe und sage zu mir selbst, zum früheren Ich, Senti, Schatzi, hat alles Sinn gemacht. Ist jetzt richtig geil gerade. ich bin sehr dankbar darüber. Ich habe das lange gerufen, raus ins Leben. Bitte lass ich Sinn machen. und das Learning, was ich jetzt hinter mir habe, weil ich natürlich auch ganz viele Sachen aufgebrochen habe, nicht mehr allen gefallen zu können und vielleicht auch nicht zu wollen. Das waren auch Prozesse und die haben mich auch immer wieder zurückgeholt. Oder zu sagen, ich mache das jetzt alles neu, aber mich wiedergefunden habe in
alten Strukturen. Mhm. Nee, aber damit ein Album Sinn macht und viele Menschen erreicht, brauche ich diese und diese Sachen, damit das geht. Es war viel ein Zusammenspiel aus früheren und heutem und was ich nicht mehr will und wer ich sein will. Mhm. Hat mich natürlich auch alles geprägt. Und jetzt heute bin ich sehr dankbar. Ich bin unabhängiger denn je. Mhm. Und früher fand ich Unabhängigkeit total, hatte ich richtig Ehrfurcht vor, weil es auch mit Verantwortung zu tun hat. Und als ich irgendwann mal gecheckt habe, dass in der Verantwortung das Wort Antwort liegt, dachte ich, ach krass. Und es geht mir einfach so viel besser. Es ist ein Befreiungsschlag für mich selbst. Es ist eine Weiterentwicklung. Es ist ein natürlicher Vorgang. Und ich habe versucht, das so liebevoll zu gestalten, dass die Menschen, die das Musikprojekt Una liebten oder lieben immer noch, dass ich die auch abholen kann und mitnehmen kann. Aber nur Musik zu machen, um dem Außen gerecht zu werden, das hätte mich, glaube ich, innerlich total zerstört. Mhm. Weil Musik ist für mich auch ein Part an Reflexion für mich. Es ist ein Verarbeiten an Geschichten und Musik zu machen, endlich auf Augenhöhe, wo Menschen mich greifbar empfinden. All das, was auch der Podcast ausmacht, all das wäre nicht möglich gewesen mit einem Musikprojekt, was ich geliebt und gelebt habe, aber was eine Feenfigur war, die nicht in dieser Welt hier, wo wir leben, stattgefunden hat, sondern in anderen Welten. Ich sage immer, alles hat seine Zeit und braucht auch seine Zeit. Mhm. Und deshalb kann ich heute sagen, ja! Ich bin sehr dankbar darüber und ich verspüre diesen Mangel auch nicht mehr. Und freue mich auf das, was kommt. Jetzt ist Signature natürlich auch Krafttierkarte ziehen. Oh, ja, ich weiß. Hättest du Lust auf eine Krafttierkarte? Natürlich habe ich Lust auf eine Krafttierkarte. Du kannst sehr gerne mischen. Mhm. Und dann kannst du die wie ein Fächer aufstellen, dir eine Frage stellen oder du hast eine Intention und dann ziehst du eine Karte mit der linken Hand, die ist die näher zum Herz. Würdest du teilen, was das für eine Frage oder was das für eine Intention ist? Das habe ich mich nie getraut bei den Gästen, ne? Und bei den Gästinnen wirklich nicht, aber bei dir traue ich mich. Ich frage mich für Centerhood eine Karte. Ich ziehe für uns Kolibri. Das ist nicht dein Ernst. Kolibri. Freude. Nimm's leicht. Hast du je Bilder des lachenden Buddha gesehen oder des lächelnden Jesus? Diese spirituellen Meister und viele andere wussten, dass man das Leben nicht so furchtbar ernst nehmen muss. Das Leben ist ein flüchtiger, vorübergehender Zustand und auch gewisse Ereignisse in unserem Leben, von denen wir meinen, dass sie Ernsthaftigkeit erfordern, sind letztendlich oft keine so große Angelegenheit. Nimm die alltäglichen Situationen des Lebens nicht so ernst. Das Leben soll genossen werden. Lass es dir gut gehen, sei es beim Arbeiten, beim Spielen, beim Ausruhen, beim Essen oder beim Zusammensein mit deinen Liebsten. Ja, es gibt Tragödien und Verluste im Leben und es ist gut, wenn du dir Zeit und Raum zum Trauern gibst und die Tränen loslässt. Dann lass dein Kummer sich irgendwann in freudvolle Erinnerung verwandeln, in warme Empfindungen für das, was war. Die Zeit auf diesem wunderschönen Planeten ist zu kurz und kostbar. Jeder Augenblick zählt, liebe und dann geh weiter und liebe mehr, egal was sonst noch passiert. Voll schön. Oh. Unser Mantra für Centerhood. Cool. Aber es passt auch gut zu mir gerade. Also mega gut. Passt es sehr gut. Wie du weißt es nämlich. Ich dachte auch, wow, als hättest du mir nicht gerade davon erzählt. Liebe Steffi, vielen Dank fürs schöne Gespräch mit dir. Ich danke dir, Center. Es war wundervoll. Fand ich auch. Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt und zugehört habt. Geht weiter und ihr könnt Teil davon sein. Centerhood, zweite Staffel. Habt ihr Lust oder nicht? Geht gerne mit uns auf Social Media in Austausch.
Wir freuen uns. Danke. Liebe. Liebe. Das war das große Staffelfinale der ersten Staffel von Centerhood. Was für eine unfassbar schöne Zeit. Ich bin zutiefst dankbar für all meine Gästinnen. Ich danke euch fürs Teilen eurer Geschichten, Lebenswege, eure Offenheit, eure Liebe. Und auch da draußen, die ihr den Podcast hört, teilt. Und die vielen lieben Nachrichten, die wir bekommen. Vielen, vielen Dank. Wir verabschieden uns in eine kleine Kreativpause. Ich gehe auf Tour und schon bald geht es dann mit neuen Folgen von Centerhood weiter. Ihr erfahrt alle News auf meinen Social-Media-Kanälen und unter centermusic.de. Bleibt also gespannt. Falls ihr mögt, lasst ein Like da. Wir freuen uns. Alles Liebe. Center!